Ahoi und viele Grüße von unserer letzten Station der Reise aus dem sommerlichen Barcelona. Ja, viele Reisen haben uns schon in diese Stadt hier geführt. Deswegen haben wir heute ja ein relativ spontanes Programm, oder? Ja, wir wollen uns heute einfach mal durch die Stadt treiben lassen. Wir sind den Tag schon entspannt angegangen, waren heute schön draußen noch frühstücken. Es war sehr, sehr schön. Die Sonne ist schon richtig schön warm. Und ja, für uns geht es jetzt gleich los. Wir wollen einfach mal durch die Gassen schlendern, vielleicht das ein oder andere Viertel erkunden, was wir so noch nicht kennen. Und sind sehr gespannt auf die Eindrücke, die uns so erwarten. Und, ja. Vielleicht ergibt sich ja der ein oder andere Geheimtipp noch für euch. Genau, vielleicht. Ihr werdet es ja gleich erfahren. Also ganz viel Spaß mit diesem Vlog. Und wir machen uns jetzt los nach Barcelona. So, kleiner Tipp noch für eure Ausflüge hier in Barcelona. An Bord könnt ihr bei AIDA natürlich auch die Ausflugstickets bzw. Busfahrtickets in die Stadt erwerben. Vorbildlich gezeigt hier von Janine. Die kosten 9,90 Euro und fahren euch dann bis zum World Trade Center in der Nähe von La Rambla. Im fünften Anlauf unseres Besuchs hier in Barcelona haben wir mal ein paar neue Ecken entdeckt. Wir sind ja von der La Rambla ins Barigòtic abgebogen. Ist jetzt auch kein Insider-Tipp, also auch sehr, sehr schön und touristisch erschlossen hier. Aber tolle Gassen und ja, nicht ganz so überfüllt. Naja doch, es ist schon relativ viel los, aber ich denke mal, in anderen Ecken ist sicherlich noch einiges mehr los. Aber es ist halt auch nicht weit weg vom Schiff entfernt. Ihr müsst halt nur in eine andere Gasse abbiegen, ein Stückchen laufen und dann habt ihr schon auch wunderschöne Gassen. Und wir haben jetzt gerade uns hier noch eine Kleinigkeit gegönnt, so ein paar Snacks und haben dabei einen wunderbaren Ausblick. Genau, wir sind nämlich genau vor der Kathedrale hier. Genau, und im Hintergrund spielen noch ein paar Musiker, die haben gerade Pause, aber gleich geht's weiter. Genau, wir lassen uns jetzt erstmal schmecken und dann geht's weiter. Que soy el pecado que amas comer. Chica, y si tú quisieras una sola vez conmigo, hay que ser claro lo que quieres beber. Ya pasó tu primavera y el amor que se fue. Die großen Markthalle von Barcelona kennt vermutlich schon jeder von euch und ja, die ist auch meistens ziemlich überlaufen, aber auch schön. Allerdings gibt es da auch ein paar Alternativen. Wir sind nämlich jetzt bei der Markthalle Santa Catarina. Die ist super klein und kompakt gehalten. Eigentlich nur Einheimische drin gewesen. Aber es gibt auch viele Leckereien, wie Janine hier gleich beweist. Also ein paar spanische Tapas gibt es hier auch zum Mitnehmen. Auch für kleines Geld. Und was Süßes haben wir uns auch noch gegönnt. Und wieder mal gibt es Musik im Hintergrund, wie vorhin schon. Jetzt hinter uns. Immerhin. Ich bin direkt daneben. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt auch auf YouTube. Ja, wir werden jetzt erstmal unsere Snacks hier noch naschen und dann setzen wir unsere Tour hier fort. Perdido,
Ein letztes Mal heißt es nun willkommen zurück an Bord von AIDA Cosma. Wir sind zurück von unserem kleinen Stadttrip. Ja, mal in die Nebengassen der Stadt, die uns wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, oder? Ja, war sehr, sehr schön. Wir waren doch recht lange unterwegs. Also knapp 5 Stunden sind wir einmal quer durch das Barigotik-Viertel gelaufen, genau. Und noch ein paar angrenzende, Namen wir gerade entfallen sind. War wirklich sehr, sehr schön. Hier und da auch recht voll, aber insgesamt wirklich wesentlich entspannter. Und also ich war selber überrascht, wie viele schöne Ecken Barcelona noch so zu bieten hat, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Deswegen ist es manchmal auch eigentlich ganz schön, einmal drauf loszulaufen. Wir haben nochmal ein bisschen mehr bei Google Maps geguckt, was ein bisschen in der Nähe ist. Und das alles ein bisschen drumherum geplant. Genau, und als unseren Service blenden wir euch natürlich hier irgendwo in der Videobeschreibung auch unsere Route ein, damit ihr die dann mal nachreisen könnt, falls ihr auch schon die ganzen Sehenswürdigkeiten von Gaudí und so in Barcelona bereits kennt und so vielleicht ein schönes Alternativprogramm habt. Ja, das Wetter hat sich leider auch ein bisschen verschlechtert. Gerade wo wir dann am Ende dann am Strand waren, zog der Wind auf und es hat sich ein bisschen verdunkelt, wodurch wir dann auch ja, froh waren, wieder zurück an Bord von AIDA Cosma zu sein. Ja, ein bisschen gefroren tatsächlich, ne? Aber jetzt erstmal aufgewärmt. Es gibt auch gleich Abendessen, da gönnen wir uns noch ein warmes Getränk. Genau. Und dann ist das alles gut. Genau. Und ja, wie wir schon eingeleitet haben, das war jetzt heute das letzte Ziel dieser besonderen Taufreise mit AIDA Cosma. Für uns eine besondere Reise, denn ja, wann hat man schon mal eine Möglichkeit, ja, eine Taufe eines Schiffes mitzuerleben? Und insgesamt war es wirklich eine sehr, sehr schöne Reise, auch ja, wieder mit alten AIDA-Momenten, möchte ich sagen, da man ja auch wieder mehr Freiheiten hatte. Jetzt verabschiedet sich hier die MSC neben uns lautstark, verabschiedet dann auch unsere Vlog-Reihe für euch. Schön. Genau. Ein ausführliches Fazit wird es dann natürlich in einem separaten Video dann nochmal geben, rund um die Reise, wo wir dann auch auf die Kulinarik an Bord, das Programm und alle weiteren Faktoren eingehen. Wir danken euch auf jeden Fall, dass ihr wieder ja, mit dabei wart, uns begleitet habt auf dieser Reise und sagen einfach wie immer, bleibt gesund, bleibt uns treu, bleibt ja, den Schiffen treu und viele schöne Reisen für euch und sagen bis bald. Tschüss, macht's gut.